Recht herzlich willkommen zur 140. Folge von Simotrans. Ja, wir gucken hier wieder rein, haben wir gesagt. Und da sind wir auch schon. Der fährt wieder, der Bus. Wartet auf freie Strecke, okay. Ach, weil der Postwagen da vorher war oder was? Alles klar. Die fahren jetzt gerade weg und hier sammeln sich die Fahrgäste. Wie bringen die denn hier so rein, die... Also das müssen wir auch mal gerade gucken, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. 104 von 104, der ist also voll. Ist hier gar keiner. Hier unten fährt einer. Hat auch 104, ist also auch voll. Und der hält jetzt gerade an. Ah, jetzt kann ich nicht doppelt klicken, weil das Fenster da ist. Super. Wartet noch auf freie Strecke. Oh, wir kommen gerade passend. Oder? Ne, der fährt doch noch jetzt, ne? Ja, okay. Wollte gerade sagen, jetzt haben wir hier ein Problem, aber haben wir gar nicht. Die sind immer alle voll, das ist gut. Dann fahren die Geld ohne Ende ein und wir brauchen uns gar keine Sorgen machen, ne? Ist das so? Weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie alle schwarze Zahlen ohne Ende. Die finanzieren dann halt den Busverkehr mit, ne? Ist so, ne? Die haben alle reichlich Plus. Wollen wir uns keine Gedanken drum machen, ne? Ah, okay. Ah, hier sind jetzt 9 Leute fehlend. Aber das ist alles gut. Ist hier nur einer, ja. Kriegen wir jetzt hier mit. Ah, 68, aber das ist ja auch okay, wenn an der letzten Haltestelle nicht so voll ist. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, was der Bahnhof sagt. Intern, alle intern, da ist jetzt keiner, der extern will, okay. Über Flote wollen jetzt 4, okay. Dann steigen aber hier zu, ist klar. Und hier. Lauter wollte da einer, aber hier gehen noch ein paar mehr über Lauter. Über Waldeck 446, wow. Also wegfördern ist noch reichlich angesagt. Und hier. ...1100 wollen da nach Floto. Oh. Okay. Das ist natürlich reichlich. Und wie sieht das hier aus? Da wollen 500 nach da unten. Ist die Frage, ob das so funktioniert. Oder ob wir noch was draufschicken müssen. So, das ist hier unten, ne, oder? Vielleicht sollte man auch ein Fahrzeug nur zwischen Lauter und Floto fahren lassen. Das würde ja auch Entlastung bringen, ne? Sonderhausen, Floto, so. Hier hätten wir 2 Haltestellen, die wir mitnehmen können. Ja. Wie sieht's denn unten aus? Da waren ja auch 2 Haltestellen. Aber hier ist easy going, oder wie? Ja, hier ist easy going. Da wird sowieso gewartet auf freie Strecke. So, jetzt kurz hier gucken. 400 nach Waldeck. Hier sind es noch 227 nach Waldeck. Vielleicht sollte man hier eine Strecke einmal bauen mit irgendwie so 2 Fahrzeugen, die nur da hin und her pendeln, ne?
extra Gleis. Würde vielleicht Sinn machen, ne? Komm, wir machen hier mal ein bisschen Erdarbeiten. Ziehen da noch ein Gleis rein. Ja, mach das. Und wenn wir schon sind, dann machen wir es auch so, oder? Dann ein Ausfallsignal. Bringt das das? Weiß ich nicht. Richtungssignal, Richtungssignal halt. Formsignale. Was sind das alle für Signale? Ausfallsignal. Ah, da gibt es ein neues modernes, nehmen wir das. Aber stellt sich dann wieder die Frage, ne? Ob das Sinn macht, einfach aus dem Grunde. Also hier müssen wir mal überlegen, dass wir da vielleicht mal richtig bauen, dann das Stück. Machen wir mal hier so. Das macht ja Sinn, ne? Das ist ein Auswahlsignal und das ist ein stinknormales Signal. So passt es dann. Hier müssen wir jetzt noch das Auswahlsignal natürlich durch einen Bahnsteig favorisieren. So. Und hier machen wir das gleiche in grün, indem wir hier... Nee. Doch so machen. Und da machen wir dann das Ausfallsignal hier hin. Und das normale Signal dahin. Und dann passt das auch, ne? Oder? Hier haben wir natürlich einen kleinen Engpass jetzt, ne? Vielleicht kriegen wir das noch hin, indem wir hier ein bisschen umbauen. Das nochmal wegnehmen. Und hier gucken wir. Das ist ja voll dämlich, das Ding, ne? So geht's aber. Okay, dann ist das schon mal erledigt. Sollte funktionieren, ne? Die warten da überall. Und hier machen wir das gleiche in grün. Das Signal ist schon ausgewählt. Da machen wir bis da. So, dann brauchen wir einen Bahnsteig. Und Signale. Hier müssen wir noch ein... Ne, hier müssen wir noch ein normales Signal setzen. Und da gibt es ein Ausfallsignal, ne? Und das gleiche müssen wir noch hier machen. Indem wir das hier so veranstalten.
kommt. Zack, dann kannst du auch durchziehen. Machen hier so ein Signal hin. Und da gibt es das Ausweichsignal. Und alles ist gut, oder? So, und dann noch ein Züchlein drauf. Neue Linie wird das dann. Wo haben wir hier das Warndepot? Weiß ich jetzt gar nicht. Was ist hier unten? Ja. Da fahren wir dann nochmal. Das war jetzt das, was wir genommen haben hier, ne? Hatten wir den? Den hatten wir hier schon, ne? Aber wir haben hier was Neu-Modernes. Also, lass mal den nehmen mit dem dahinter. Und er kriegt jetzt einen Fahrplan. Obwohl das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, weil der ja schneller fährt wie die anderen, ne? Aber ist halt so erstmal. Gut. Neue Linie. Das ist Regionalbahn. Sonderhausen. Floto. Schuss, Schuss. Und starten. Und einmal zum Depot springen. Gucken, wenn er da rauskommt, was dann so läuft, ne? Oh, da ist er. Der kann 160 befördern. Und der fährt ein bisschen schneller. Verfolgen wir den mal gerade. Hier oben können wir, glaube ich, zumachen. Wartet auf freie Strecke, hat er jetzt. Geht er hier auf Geschwindigkeit? Steigung wurde er jetzt langsamer. Und jetzt wird er wieder schneller. Jetzt wird er seine 100 km auch hier erreichen, oder? Hier ist noch ein ziemlich langes Stück, ob man da noch eine Weiche zwischenbauen müsste. Da oben wartet schon einer. Da warten mehrere. Funktionieren tut's hier erstmal. Ja, normalerweise steht er da ja nicht, ne? Oder fährt da ja auch nicht. Aber einer wartet da immer, ne? Der da unten steht, der würde jetzt so oder so warten. So, nachher nochmal überlegen. Wie weit ist denn das da fortgeschritten? Nicht, dass da gleich noch einer entgegen. Ah, da kommt noch einer entgegen. Super, oder? Ich glaube, dann brauchen wir da mal schnell noch einen Ausweich hin. Hier auf jeden Fall eine. Passt. Okay, der fährt jetzt durch. Und hier unten gibt es das Ganze auch nochmal.
Da oben können wir auch noch mal mehr Signale setzen, ne? So ist besser, oder? So. Der hat noch keine Passagiere, ist klar. Der hat ja auch noch keine Haltestelle gehabt, wo er anfängt. Fängt aber in Sonderhausen an, das ist schon mal gut. Er kriegt überall hier grün. Und fährt im Bahnhof rein. Okay. Kriegt er das Gleis. So, und jetzt hat er seine 160 Gäste. Und da kann er jetzt von diesen 1000 Leuten schon mal auf jeden Fall was wegbringen. Und naja. Irgendwann ist es dann so, dass das hoffentlich weniger wird. So. Lass mal gerade einen Tacken schneller fahren. Der fährt da im Bahnhof ein. Und hat schon Plus gemacht. Und 76 nimmt er nur wieder mit. Naja, okay. Wie viel stehen denn hier sonst so? Und sind nicht so viele da, ne? Die anderen wollen halt alle noch weiter weg. Aber entlasten tut's die Strecke trotzdem. Jetzt mal kurz schneller machen. Ja, er macht mit einer Richtung Plus, denke ich, ne? Ja, mit der anderen Richtung hat er jetzt auch Plus gemacht. Hier ist er wieder voll. Einmal noch bitte zurück. Kindergarten ist überfüllt. So, dann macht er genug Plus. Hat nur 17 mit, okay. Aber Rückfahrt ist er halt nicht so voll. Okay, aber das läuft erstmal und dann nächste Folge gucken wir uns dann Floto mit dem Bus an, was da so Sache ist. Weil könnte auch sein, dass hier vielleicht nochmal durchchecken müssen, wie da der Verkehr so ist und was am Hafen passiert. Okay, dann erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!